Okay. Ich glaube, da kracht es wieder zu viel, ne? Die sind zu nah dran, oder? Ja, safe. War klar. No, come on. Ah, Gott. Bist du dir auch ständig? Ja, ich war auch gerade ein bisschen zu faul, da jetzt nochmal von wegzugehen oder so. Oh, wir waren gar nicht kochen, ne? Wow. Hallo. Ja, danke. Ich hoffe, das wird sich nicht rächen. Hup. Zwölfer Grundschaden. Bei Ness erhöht sich die Angriffskraft. Jetzt ist die Frage. Okay. Dann könnten wir das ja kombinieren. 94. Wow. Jetzt verstehe ich, was ihr auch meint, Zora-Schwert bei Nesse und so, dass ihr da so viel Schaden habt, ne? Wird ja, glaube ich, gestern geschrieben, ne? An den warst du das? Mit 136 oder so? Haha, Lina eiskalt. Vermisse die Truhen wie Dinge, wenn ich auf dem Sofa liege. Wenn ich nicht drankomme, dann brauche ich sie nicht. Ja, du warst es, okay. Da pinkt irgendwas im Kopf. Antikes Zora-Heiligtum. Okay. Oh. Ja, ist ja okay. Ich will nur dann... Genau. Das kann man sich nicht ausdenken. So, nehmen wir das hier wieder. Hopp. Nee. Nee. Als ob das hier nicht geht. Jetzt sind wir im Wasser, ne? Boah. Ja, macht Spaß. Mhm. Großschwert mit dem Yasa-Schwert, okay. Ah, es regnet jetzt auch noch, deswegen will ich hier irgendwo durch. Da können wir durch. Gott sei Dank. Ach, okay, ich verstehe. Ich frage mich halt, was passiert, wenn wir das als erstes aufschießen und den unteren halt nicht. Ist da auch was drin, ne? Ich sehe es nicht. Okay, ist ein Schiff zu weit weg. Nee, null Spoiler. Null Spoiler. Okay, das geht nicht auf. Da hinten auch nicht. Wir müssen ja irgendwas finden, wo es noch weitere Felsen gibt, ne?
irgendwas her zum kaputt schießen. Gehen wir mal hier rein. Oh Gott. Oh nice, Charlie, das freut mich. 18 Stunden seit dem 3 Uhr los, das ist eine gute Zeit, ne? Man muss von unten nach oben öffnen. Dann macht das ja schon da Sinn. 20 Minuten noch, das schafft ihr. Das schafft ihr. Sogar schon 19 Stunden. Fahrt es nicht um die Ecke. Aber hoffentlich lohnt es sich ja auch dann. Ein Labyrinth. Oh, die wollen wir haben. So, die Waffe nehmen wir, ist die schwächste. Oh je. Oh je. Ach, moin. Kommen meine Mates? Ich habe hier nur mal ausgeschaltet. Alles klar, Charlie, bis dann. Gute Fahrt noch. Kommt gut an. 60 Schreindinger. Ah, da fehlen noch ein paar, ne? Aber hoffentlich ist noch die Motivation, noch die Schreine zu machen. Hit, hup. Ach so, die haben das hier zugemacht. Okay, dass man halt nicht schon vorher da lang geht. Haben wir jetzt alle? Weil sonst ist da ja auch alles unter Wasser, ne? Ich denke aber, der schwere Modus kommt mit dem DLC. Stimmt, das hat ja Düdüdü gemacht. Mein Fehler. Aber ich sehe noch keinen Eingang. Da muss ich ein Brett unterlegen und dann einen Deckensprung machen. Oder kann ich da dran klettern? Ne, okay. Alter. Oh mein Gott. Oh mein. Boah. Never mind. Aber DLC Exadon oder. Ja, genau. Also, ich glaube, dass sie es mit einem DLC rausbringen, wenn das halt wieder dieser Master Mode halt reinkommt. Oder muss man das Game auch auf aktuelle Version updaten? Ich denke mal, wenn DLC rauskommt, musst du die aktuellste Version nehmen. Glaubt der, das DLC wird immer auf der neuesten Version laufen. Aber nur reine Vermutung, ne? Gott, Todesstern. Ach du Heilige. Da können wir dann hoch, okay. Okay, das haben die cool gemacht. Ich würde auch schätzen, gerade die Switch ist gerade richtig am Schwitzen. Sehr gut.
Ein Wasserfall. Es schwimmt nur so vom Himmel herab. Link, was ist so geschehen? Warst du das etwa? Also da war ein Stopfen und dann habe ich ihn geschossen. Oh, du hast also eine mysteriöse Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt. Und dann begann der Wasserfall zu fließen. Es geht mir Licht auf. Für uns Zoras ist ein Wasserfall doch nicht viel mehr als eine Brücke von unten nach oben. Das also war mit der Wasserbrücke gemeint, eine Brücke aus Wasser. Ja, okay. Wenn wir diesen Wasserfall erklimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Link, du bist einfach spitze. Hä? Riecht das Marty, der Sido? Okay. Link, hast du das auch gehört? Schon wieder. Was ist das bloß für eine Stimme? Ob sie mich ruft? Na, ist auch nicht so wichtig. Nun, da der Weg uns offen steht, sollten wir rasch weiter. Mit deiner Zora-Rüstung kannst du, genau wie ich, den Wasserfall hochschwimmen. Dann los, Link. Wie viele Geisterbegleiter gibt es nochmal? Ich würde sagen, mindestens 4. Ach, wir können auch so springen wie so ein Fisch. Wir sind Delfin, sind wir. Insel der sprudelnden Wasser. Hallo. Oh nein, hier ist Gravitation an. Oh nein. Das wird ja wild. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir was anderes gewünscht, weil wir bei den Orlis ja auch schon im Himmel waren. Was ist das? Okay. Dann kommen wir damit irgendwie hoch, okay. Ah, verstehe. Pudding, was hast du gespielt? Hallo, Wada! Dafür ist es perfekt für Pfeile. Ach, das ist dort zum ersten Mal. Okay, okay. Ach, die Türkei hast du auch gespielt. Nice. Wüstentempel ist noch vor dir. Okay. An welchem mysteriösen Ort wir hier doch sind. Mein Körper fühlt sich leicht und schwerelos wie ein Seerosenblatt auf dem Wasserspiegel. Doch keine Zeit zu staunen. Wir sind hier, um den Ursprung des Schlamms zu finden und aus der Welt zu schaffen. Keine Müdigkeit vorschützen. Link, wir teilen uns auf und setzen dem giftigen Fluss ein Ende. Aufteilen immer gute Idee. Sowas wie ich kenne Abkürzung. Ich meine, das Horrorfilm, ja. Okay. Alles klar. Okay, okay, okay. Habe ich verstanden. Wir können da drinnen schwimmen. Die Mine fliegt echt. Oh Gott, das soll. Das stand halt schneller. Okay. Oh Gott. Saved. Saved. Wir sind da, Leute. Komm! Oder kann ich nicht eigentlich? Geil, so ein Sprung.
Oh moin. Oh, die fliegen dann auch so hoch, geil. Der hat ein gutes Addon auf dem Kopf. Her mit dem Blut. Da genau. Delta-Krieger-Konstruktoren. Das ist schon nice. Irgendwo müsste auch hier ein Schrein sein, ne? Hit. Da geht's nicht hoch? Absolute Scam-Decke. Ich glaube, wir kommen dem Schrein näher. So, Schleimgelee. Zack, gib mir die Truhe. Jo. Ein Hydrant. Oh. Oh, danke, Spiel. Daran hätte ich gar nicht mehr gedacht. True, wenn wir einen Hydrant, die haben wir ja auch noch. Jo, haben wir. Ach so. Auch coole Idee. Findest du gefühlt keine Schreindinger mehr? Dann schau in dem Untergrund, wo du Wurzeln hast. Und guck auf der oberen Map, ob du da schon Schrein hast. Das ist so, was mir spontan einfällt. Machen wir ein Salto, würde ich gerne. Egal, schau da! Schrein. Haben wir jetzt auch Schwerelosigkeit im Schrein? Oder Schreinradar? Stimmt. Stimmt. Schwebendes Wasser. Okay, haben wir auch. Cool. Cool, cool. Ich komm mit. Rätsel gelöst. Wahnsinn. Ach, da. Das ist ja witzig. Ja, achso. Nice. Nice, nice, nice. Wir haben alle. Wenn wir das packen können, ne? Hallo? Reicht bestimmt nicht, ne? Gute Nacht, Bugs. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Oh, irgendwas passiert hier. Irgendwas. Alter, und dann springt er da so raus. Okay, nächster Versuch. So, das haben wir. Und jetzt fahren wir darüber, ne? Blub. Das war super close. Okay, jetzt verstehe ich noch nicht. Während der Rückschlag können die nicht platzen, okay. Ich hätte mich gerade schon gewundert, weil eigentlich waren die am Blinken.
Und dann ist nichts mehr passiert. Die geht da durch. Was bringt mir das dann? Hallo Laura, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Ah! Halt, stopp! Aber wie soll ich einen Salto machen? Der einzige Salto, den wir machen können, ist hier. Dann klappt's. Du bleibst jetzt stehen. Du kommst zurück. Und wieder Abfahrt. Ach so. Aber das geht jetzt nicht, ne? Weil ich habe den Schwung rausgenommen. Okay. Ein paar Kirschlikörchen. Irgendwas ist hier broken, Leute. Irgendwas klappt hier nicht. Irgendwas ist kaputt. Ein paar Kirschlikörchen gehen immer. Ich hoffe, der Tag, dein Geburtstag war schön. Hast einen tollen Tag gehabt. So, jetzt aber. Abfahrt! So, jetzt nehme ich mit. Du! Los geht's! Jawoll! First try mal wieder. Sehr gut. Was hast du verpasst? Wir machen gerade einen Schein. Kann dir helfen? Hab ich eben Schein gemacht. Danke, das ist lieb von dir. Aber ich bin Profi. Ich bin super Profi. Spaß, ich bin voller Kacknub. Aber ich schaff's irgendwie. Schreine müssen wir jetzt haben, oder? 102? 102. 50 noch. Das ist ja gut, bitte dich ernst nehmen. Wirklich, danke für den Support. 10 von 10, danke. Ha? Markus Profit Joker Note. Oh, was haben wir hier? Wir können fliegen, ja. Also wenn du welche sehen willst, dann sag halt Bescheid, ne? Black Sky. Weißt du schon die Belohnung für alle Schreine? Werde ich spoilern? Nee, kennst du nicht. Ich hab mir, bin da auch komplett spoilerfrei. Ich weiß davon von nischt. Ganz ehrlich, wir müssen doch nicht fliegen. Wir lassen uns selber einfach hochschießen. Bist du schon viel weiter beim Tempel? Ich würde sagen, noch relativ am Anfang. Wow. Puh, das war wild. Eieiei, da hat's aber gekracht, du. Da muss ich mir nochmal einen Clip nachher anschauen. Da war ja super schnell. Doch fliegen, ja. Also wir machen eigentlich gerade die ersten Schritte vom Tempel. Ich würde sagen, wenn man wieder was aktivieren muss wie bei den anderen, dann sind wir eigentlich noch auf dem Weg zum Tempel, weil wir bis jetzt noch nichts aktiviert haben. Los geht's! Ich bin bereit! Och. Och, du bist zu schwer. Kein Problem. Mit dem zu schwer sein kenne ich. Deswegen mal vorprogrammiert. Warte mal, können wir bei der Gravitation? Lol.
Yunubo beeinträchtigt aber schon das Fliegen, ne? Also wohin man auch fliegt. Sonanium-Lanze. Die mag ich eigentlich, aber ich brauche gerade keine Waffen. Elementarwaffen wollte ich behalten. Bin vollkommen zufrieden. Bei mir nicht. Müsste doch eigentlich. Wenn du fliegst, dann mach Yunubo weg und mach mal Yunubo da wieder hinzu. Du wirst einen Unterschied merken. Hartholzstück. Achso. Alles klar. Hier rein. Aber nach, ich wollte eigentlich nach oben lenken. Dann war es doch richtig, oder? Karma, Kevin. Karma. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Wir fliegen einfach mal. Die Kiste. Wir beweisen, hast du drei Stück. Wir machen gerade den vierten. Mir fehlen nur noch die Zoras. Juna, danke für den Support. Alte Karte. Oh, okay. Ich bin gut. Lass dich schmecken, Felix. Felix, was zockst du momentan? Spielst du noch Zelda? 94% auf dem Wadder. Wenn der das sieht, ey, dann kracht's richtig. Okay, hier rüber. Und dann gibt's wieder hier richtig Krach. Kein Headshot. Okay. Oh, hat mich doch getroffen, okay. Her mit der Truhe. Bedankt, bedankt. Dankeschön, Dankeschön. Alpha-Krieger-Lanze. Oh. Jupp, ja. Dann kommt 11. Die haben 11. Oh mein Gott. Dann wir nehmen einfach mal einen 24er. Oh, 49er. Ich glaube... Tausch mal damit, weil die schon angeschlagen ist. Sieben weg oder was meinst du? Sieben weg? Was war da bezogen? Oh, die sind groß. Okay, ich habe eben ein bisschen gemeckert, aber ich find's cool. Find die Umsetzung ziemlich cool. Du hast eine 7er Waffe. Hm. Ach so, du meinst hier im Inventar, ne? Hier, da. Ist aber ein Topaz-Stab und ein Rodenit-Stab. Die habe ich eigentlich so gerne dabei. Eigentlich würde ich noch gerne einen weiteren Stab haben mit Eis. Ja. Ja. Bunktosche sieht ganz gut aus, ne? Also wir haben im Untergrund einen Leuen gekillt. Davon halt den 40x3. Auch von einem 29x3 und zwei Stück haben wir, glaube ich, sogar in der Truhe gefunden. Deswegen
Aber schön sparen, ne? Bloß nicht die guten Sachen verscherbeln. Irgendeiner wird sich freuen. Was macht das? Okay, ach, wir müssen wieder was bauen. Erstmal holen wir die Truhe. Bäh. Der Eisbartag war. Ja, true. Du hast doch schon durchgespielt. Ihnen wird es gefallen. Ich weiß noch, wie du damals mit unter 20 Damage-Waffen rumgelaufen bist. Ja, auf jeden Fall. Das ändert sich ja Gott sei Dank automatisch mit der Zeit. Oh, 63. Ah, jetzt wird's schön. 53, 48. Das tut schon echt weh. Komm. Wir bauen hier oben nichts ab. Aber zu weit gesprungen, ja. Ja. Du fandest es gut? Nice. Ich bin auch ziemlich begeistert. Macht um den Dekobaum. Beim Dekobaum war ich noch nicht. Bitte nicht verraten, wo der ist. Nur davon gehört. Ich kann es mir zwar denken, aber ja. Bin da noch nicht rein. Machen wir nach dem Zoras. Ist das so genehm? Oh, oh. Das können wir nicht so lassen. Halt, stopp! 1000 Crocs ist crazy, ja. Wenn wir aber safe machen. Ich werde mir jeden schnappen. Mal so. Lino, vielen Dank fürs Folgen. Sehr nett von dir. So, Obst im Haus? Jackpot. Was für Obst? Ich denke mal, es hat irgendwas der Deko mit dem Walter Crocs zu tun. Der ist ja... Ich hatte mir markiert, aber ich weiß nicht, welche Markierung... Aber keine Ahnung, ich wurde halt schon ein bisschen halt gespoilert. Ich weiß in etwa, wie ich da leider hinkomme. Ach so. Halt, stopp! Meinst du den Andreas? Andreas von Frauentausch. Spiel ohne Glitches, same. Ich spiele auch ohne Glitches. Würde mir den Spielspaß ein bisschen nehmen. Das Einzige, was ich mir glitchen würde, sind die Sternsplitter. Falls ich dann doch irgendwann die Lust dafür empfinde, alle Rüstungsteile abzugraden, dann würde ich, glaube ich, Sternsplitter glitchen. Verdoppeln, wie auch immer. Hauptsache Italien. Sonst aber nichts. Erdbeerkäse. Überall Stempel und Briefmarken. Ist der Postbote oder was? Schöne Folge. 3 Millionen Mal verkauft, verdient. Paddy, vielen Dank für den Support. Hallo. Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich baue nämlich hier eine Straße. Der soll nach oben fliegen. Ja. Keine Schokolade ist gesund. Da ist Milch drin, ja. Jetzt wird mein... Jetzt wird das Ding hier umgedeutet. Ja, es ist leider... Die Spoiler kommen auch dann durch eine Frage. Warst du schon? Willst du wissen, wie man von unten da dran kommt? Sowas in die Richtung. Biophilmischer Abfall. Alter. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich hoffe, es klappt irgendwie. Also ich wollte das jetzt hier so machen. So. So. Damit ist zu viel gesagt in einem Satz. Genau, ja. Es werden halt Fragen gestellt. Und ich will es mal lernen oder wissen oder so. Ist das jetzt so richtig? Verpasse ich irgendwas? Muss das da weg?
Scheiße, da komme ich nicht mehr dran. Zeit. Also, einmal klappt's, Leute. Einmal klappt's. Kann ich jetzt? Pass mal. Nein! Ja. Okay. Wollte du helfen? Ah, wo war das beste Beispiel? Ach ja, genau, als wir die Quest, die wir gemacht haben, bei dem Plateau. Da wurde mir auch schon gesagt, dass man dann Herzcontainer bekommt oder Ausdauercontainer. Und dann, ja, danke für den Spoiler, ich wusste nicht, was man bekommt. Und dann, ja, ich wollte nur helfen. Okay, die Hilfe war, mir zu verraten, was man für Belohnung bekommt. Danke, Bre. War eine Zeitbombe oder eine Donnerblume auf dem Schild? Ja, okay, das hätten wir auch machen können. Das stimmt. Ich habe die Augen in die Statue gepackt, ja. Ja. Das haben wir dann geschafft. Okay, verstehe. Nachher müssen wir dann da oben rein. Okay. Oh, ich verstehe noch mehr. Ein E-Bike gebaut. Ich sag mal so, ich baue halt gerne. Aber teilweise nur, wenn ich so ein bisschen was vorgegeben bekomme. Beim Minigolfen habe ich zum Beispiel. Beim Golfen habe ich ein bisschen übertrieben. Oder bei der Lore. Wenn wir da Sachen daneben stehen haben. Da übertreibe ich gerne. Weil so ein Bike würde ich auch ungern benutzen. Und man braucht nachher so viele mal zum Upgraden oder so. Man sieht noch einen Croc. Mal irgendwo. Oder ein Schild aufbauen zwischendurch. Eine Mobgruppe. Und das würde ich halt mit einem Pferd oder halt, wie du halt meinst, ein E-Bike, vermutlich gar nicht so viel sehen. Weil ich will es ja auf 100% durchspielen. Eher 101%. Ich kann mir nicht Axt bauen, weil ich wieder vergesse. Das ist gut. Warum ist der Sound so anders? Was meinst du, Nico? Man kann übertrieben bauen. Alles klar, Nino, weiß ich Bescheid. Werde ich machen. Nico, ist der Sound besser oder schlechter? Spielsound ist voll tief. Jackie, findest du auch, dass es sich anders anhört? Wir wollen ja fliegen, Leute, ne? Okay, lass mich mal kurz in den Einstellungen gucken. Es gab ja ein Windows-Update und das bedeutet eigentlich nie was Gutes. Ne, eigentlich nicht. Und diesmal... Okay, ich werde den gleich mal neu starten. Dann ist es ein paar Oktaven tiefer. Okay. Ich starte gleich mal den neuen, jetzt noch nicht. Wenn wir oben angekommen sind, ich sage euch vorher Bescheid und dann gucke ich kurz, ob ich was ändern kann. Eigentlich gerade nicht, aber ich kann was ändern, aber dafür muss der Stream auch sein. Gucke ich gleich mal schnell. Und danke für die Info, sehr wichtig. Soll sich ja gut anhören. Könntest du, falls du weißt, zeigen, wo der Krogwald ist? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das war es, Wald der Seelen. Ich hatte es mir irgendwo markiert. Hier müsste er sein. Und wenn ihr den Spoiler halt nicht hören wollt... Ganzes Spiel klingt anders. Komisch. Und soweit ich halt weiß, ist der Spoiler. Wenn jetzt der Spoiler nicht... Pass auf. Ich sage jetzt meine Vermutung, wo ich hin muss. Das ist ein Spoiler, wenn man da reinkommt. Dann macht den Ton kurz vor 10 Sekunden weg und dann wieder an. Müsste halt hier irgendwo sein, ne?
Für mich klingt alles normal, bei Twitch ist es auch safe normal. Aber es wird bei TikTok wieder was sein. Was auch immer. Aber ich schaue gleich mal. Hier irgendwo müsste da sein. Und da muss man irgendwie von unten rein. Pipapo, ja genau. Da. Das wurde halt schon. Aber wie und was man da machen muss, ich weiß nur, dass es nicht so einfach ist. Twitch ist immer als normal. TikTok ist komisch. Also das Programm für TikTok. Oh Gott. Reicht das? Die Switch ist so am glühen. Gott, 3 FPS habe ich gerade. An was für einem wundersamen Ort wir hier doch gelandet sind. Da ich nun so viel leichter bin, bin ich beim Hinaufschwimmen der Wasserfälle etwas übers Ziel hinausgeschossen. An einem unbekannten Ort wie diesem sollten wir vorsichtig sein, denk, pass gut auf dich auf, wenn du weitergehst. Mit dem Snack kann man einfach ins Inventar gehen, wieder raus. Oh, das wusste ich nicht. Lol. Ja. Makoro-Insel? Okay. Blaue Markierung, danke. Ich ein paar Eiswürfel drauf, dann müssen wir was anderes spielen. So, mit dem hätten wir den Meeresboden aufgewischt. Los, den Crash weiter, sonst setzen wir noch Seepocken an. Oh. Link! Da ist ein Fan. Merkt man wieder. Ich kann ein paar Tipps geben. Erstmal nicht, danke. Nur wenn ich irgendwie so wirklich frage, yo, wie soll ich das machen oder so, ich komme nicht weiter, dann halt gerne. Das ist nett gemeint von dir, Lino. Wie mir scheint, fließt der ganze Schlamm mit Fällen von den Ruinen über uns herab. Das bedeutet, dass sich die Quelle des Problems irgendwo dort oben befinden muss. Link, das müssen wir unbedingt anschauen. Bist du bereit? Ja klar, Abreise. Alles gut, dann los. Was zu beweisen wäre. Feuer, du besiegst stark. So mit der tiefsten Stimme, ja, richtig erwachsen.